Hallo, Michael Leitgebier. Heute mit einem Video zu einem Problem, mit einer Vorschleife. Ich habe diese Aufgabe geschickt bekommen und wurde gefragt, ob ich das vielleicht kurz erklären könnte. Und das ist jetzt sozusagen die Erklärung, was dieser Code hier macht. Und zwar, wir haben hier ein SAP, also ein Programm, das von Excel ausgeführt werden kann. Und das Ganze startet dann hier, dass hier eine Suchzahl definiert wird. Das ist eine Variable. Und auf der rechten Seite erfolgt die Wertzuweisung. Das heißt, dieser Ausdruck hier gibt einen Wert. Und zwar befinden wir uns auf der Tabelle 1 und zwar in der Zelle 1.3. Das ist hier. Und dieser Wert soll jetzt dieser Variable übergeben werden. Der 1er steht für die Zeile, der 3er steht für die Spalte. Haben wir 1, Spalte 2, Spalte 3. Und somit hat die Suchzahl den Wert 5 zu diesem Zeitpunkt des Programms. Jetzt beginnt die Vorschleife und hier ist zu erwähnen, dass wir hier mit M ist gleich 1 den sogenannten Startwert dieser Vorschleife haben und mit 10 den Endwert. Das heißt, diese Schleife wird da hier kein Step angegeben ist, wird es immer um 1 erhöht. Das heißt, hier wird die Schleife 10 Mal durchlaufen und dann wird das Programm beendet. Zwischen For und Next, das ist der sogenannte Schleifenkörper, das ist der eben 10 Mal ausgeführt wird, wobei bei jedem Durchgang sich das M verändert und zwar immer um eines größer wird. Jetzt haben wir den ersten Durchlauf und was soll jetzt alles hier passieren? Und zwar wird der Zelle M1, diese Zelle M1 ist hier beim ersten Durchlauf, da ja das M1 ist, beim ersten Durchlauf also die Zelle 1.1. Somit sprechen wir hier von dieser Zelle. Hier wird der Wert M übergeben, der 1 entspricht. Danach wird diese Zelle manipuliert, und zwar die Schrift. Und zwar wird die dann fett dargestellt. Das heißt, der Einser ist dann fett geschrieben. Die nächste Zeile verändert die Hintergrundfarbe und zwar jetzt nicht von der Zelle 1.1, sondern von der Zelle 1.2. Das ist diese Zelle hier und diese bekommt den Color Index 1 und dieser entspricht schwarz. Das heißt, diese Zelle wird im Anschluss dann schwarz sein. Jetzt beginnt es, dass hier noch zusätzlich eine dieser Zahlen, die hier dann auftaucht, rot gefärbt werden soll. Und zwar ist hier eine If-Abfrage. Hier wird untersucht, ob das aktuelle M, also der Wert von M, der noch immer 1 ist, dem Wert der Suchzahl entspricht. Und diese Suchzahl hat noch immer den Wert 5. Also hier wird gefragt, ist 1 gleich 5? Dann ändere die Schriftfarbe in Rot. Ist 1 ungleich 5, also sonst, bekommst du die Farbe 1 und das ist dann schwarz. Das heißt, so wie hier unten in der Lösung sichtbar, ein Einser, der fett gedruckt ist und schwarz ist. Dann sind wir am Ende des Schleifenkörpers. Das M wird um 1 erhöht und hat beim zweiten Durchlauf den Wert 2. Somit beginnt das Ganze wieder von vorne, der Schleifenkörper. Jetzt haben wir hier nicht mehr die Zelle 1.1, sondern da jetzt hier M2 ist, befinden wir uns in der Zelle 2.1. Hier wird wieder der Wert von M übergeben, das ist 2. Anschließend wird wieder fett geschrieben, der Zweier. Und der Farbindex der Zelle 2.2, das ist dann gleich daneben, wird mit der Farbe mit Color Index 2 genommen und dieser ist weiß, das heißt, der bleibt weiß, wie man hier unten schön sieht. Dann wird wieder untersucht, ist 2 gleich 5, weil die Suchzahl noch immer den Wert 5 hat. 2 ist nicht gleich 5, also bleibt die Farbe schwarz. Das läuft jetzt durch. Interessant wird dann der 5er, das heißt, wir haben hier 3, 4 und 5. Hier unten sieht man jeweils den Zahlencode dazu, das heißt, 3 ist rot, 4 ist grün,
Und jetzt kommen wir zum Durchlauf, wenn M5 ist. Dann sprechen wir die Zelle 5, 1 an, also hier. Die bekommt den Wert 5, wird fett gedruckt und rechts daneben wird blau gezeichnet. Das heißt, diese Zelle wird hier blau. Und jetzt bekommen wir in der if-Abfrage ein True zurück, also ein Wahr, weil jetzt wird gefragt, wenn M5 ist, ist 5 gleich 5, weil die Suchzahl ja unverändert 5 bleibt und so das ganze Programm lang. Und jetzt ist es der Fall, jetzt ist es wahr, deswegen wird hier dieser Teil ausgeführt und dann bekommt der Fünfer die Farbe Rot. Und dann am Ende der Schleife wird M wieder erhöht. Das heißt, wir haben dann 6 da stehen, 7, 8, 9, 10. Und rechts daneben immer jeweils die Farbe, die mit diesem Color Index korrespondiert. Das heißt, Color Index 8 zum Beispiel ist hier dieses hellblau, Color Index 10 ist dieses dunkelgrün. Und somit wird das dann gefärbt. Im Durchlauf sieht man das jetzt nochmal wunderbar hier. Und zwar, wenn ich jetzt die Schaltfläche drücke, passiert jetzt genau das. Der Fünfer hier ist rot und die Zahlen von oben nach unten werden dargestellt und jeweils die Farben, die diesen Color Index repräsentieren. So viel zu diesem ersten Programm in Excel.